man had two sons. Each son grew up and had two sons of their own. Those sons grew up and each had two sons as well. How many sons are there total? A man had two sons. Also zwei Söhne. Der Vater ist ja auch ein Sohn. Eigentlich. Ja, ich bin auch gerade selbst am Zählen erstmal. A man had two sons. Zwei Each Söhne. Son grew up and had two sons. Two sons. Das heißt schon vier. Vier so, und zwei so sind sechs. Warte mal. Ich gucke gerade mal. Also, wir haben wie viele? Wir haben 2 hoch. Nein. Einer von den Söhnen wuchs und hatte zwei Söhne auf der Own, hatte zwei eigene Söhne. Also der Vater hatte zwei Söhne und einer von den Söhnen hatte auch zwei Söhne. Und dann dieser Sohn. Nee, and each had. Söhne, nee, beide hatten. Wuchsen. Hallo. Und. Nein, jeder hat zwei Söhne. Each son grew up and had two sons of their own. Also der Vater hat zwei Söhne und jeder der beiden Söhne hat jeweils, also die beiden Söhne haben jeweils zwei Söhne. Und die... Ja, das stimmt doch gar nicht. Each son, also einer. Warte mal, each son... Warum wäre das nicht erschienen? Each sons. Nein. Ja nur each, also Einzahl. Und dann steht... Okay. Each heißt jeder, ja sicher. Das erzähle ich doch die ganze Zeit. Each heißt jeder. Okay. Jeder Sohn wuchs und hatte... Also sind wir schon bei 6. Warte mal. Wir haben 2 Söhne. Diese kriegen... jeweils 2 Söhne und die beiden kriegen jeweils 2 Söhne. Also 8 stimmt definitiv nicht. 16. Ach scheiße, ich muss auf Euro 2. Da sind wir schon mal bei 16. 18 habe ich jetzt. So, was hältst du von 1? Ich halte eher was von 17. Ja. Warte mal. Nochmal durchzählen. Also. Warte, kannst du mal aufhören, auf die Dinger zu klicken? Dann mach doch einfach auf T. A man had two sons. Jetzt hast du gerade auf die einfache Lösung geklickt. Hallo? Nein, jetzt auf die schwere wieder. Ja, sicher, natürlich. Das ist aber das gleiche Ergebnis, aber trotzdem hätten wir das ja mal auf die schwierige Tour machen können. Also schwierig ist sie nämlich das mal nicht. Ja, du hast aber gerade auf die einfache geklickt. Vielleicht wird das ja am Ende abgerechnet. Ja, wir haben die einfacher Dings genommen. Das heißt, wir haben einen Punkt weniger oder so. Das ist ja möglich bei den Maps. So, a man had two sons. Zwei Söhne. Okay. Each son grew up and had two sons. Dann haben wir 6. Of their own. The sons grow up and each had two sons as well. Das heißt nochmal 4. 4 mal 14 habe ich jetzt. 4 mal 2 sind 8. 8 und 8 und 6. 8. Ja. Plus 6. Marco, sind Marco. 14. Ja, ich weiß gerade. Also 15. Ja. Gut. Question. 26 letter, but only a few are logical. Ein paar sind logisch. Das ist eine Zahlenreihenfolge. 1, 3. 1, 3. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Also 2. Warte mal. 2 mal 5, 3 mal 3 und 2 mal 4. Also die hier sind unlogisch. 12, 18 und 22. So glaube ich, meine ich jetzt zumindest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, 1, 2, 3. Alter! Bist du bekloppt? Okay. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nee. 2, 3. 4, 5, 6. Ja, das weiß ich, das sind 7, 8, 9. Mach mal, lass. Nein, 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 lass, lass. 9. 10, 11, 12. 3, 12, 3. Halt, jetzt haben wir mich verzählt wegen dir, du Affe. Nochmal komplett von vorn. Nein, das ist eine Zahlenreihenfolge. Das kannst du doch nicht einfach so machen. So, 1, 2, 3. Ja, erstmal 2. 3. Dann 3, du musst. 3. So, 3, 4, 5. 5, 6, 7. 7, 8, 9. 9, 10, 11. Das heißt, 12 ist falsch. 11. 11, 12, 13. 13, 14, 15, 15, 16, 17, das heißt 18 ist noch falsch. Ey, Alter! War 15 jetzt richtig oder nicht? Weiß ich nicht. Oh, du bist so ein Vollaffe. Jetzt kann ich nochmal anfangen. 11. Ja, 11, das ist ein Halbaffe. 12, 13, nur was ganz Dümmeres. Ganz viel Dümmeres. Dümmere. Dö. 11. 12, 13, 13, 14, 15, 15 ist richtig, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, ja, das ist bestimmt schon mal nicht. Ah, es sei denn natürlich, das muss exakt andersrum. Hm. Jan auch. So, dann versuch du mal. Hä, was machst du da für eine Scheiße? Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit da... Ja, ist doch egal. Sonst soll ich die Map kaputt... Das machst du ganz toll. 62 letters. But only a few are logical. Was sind a few? Ein paar. Ja. Also zwei. Nein, a few. Ein paar, also wenige. Warte mal. Wir googeln das mal. Also das ist nicht auf ein paar Schuhe, sondern ein paar mehr. 3, 4, 5. Ein paar. Ja. Sonst wär's ja Pair. Nein, dann wär's ja Pair. Pair heißt Paar. Also zwei. Wobei few bedeutet wenige. Wenige. Deutsch aber auch ein Paar. Ein Paar so und so. Ja, zwei. Ja, mach auf jeden Fall. Marco, ich kann nicht mehr denken. Du hast doch gar nicht gedacht. Stimmt nicht, ja. Stimmt nicht. So. 28 letters, but only if you are logical. Nein, ich weiß, woran es... Aber das... Halt! Nee, halt, gerade Zahlen beziehungsweise ungerade Zahlen.
Teils ungerade, 7 ist ungerade. 15, 18, nee, 18 ist doch gerade. 26 auch, 22 auch. Das ist es auch nicht. Dann holen wir uns mal den einfacheren Tipp, würde ich sagen. Hä, müssen die nach oben? So wird dir das nicht viel bringen. Logical seems like an interesting group of letters if what you numbered them. What if you numbered them? Voll auf. What if you numbered seems them? Like warte mal, Letters? Was, Letters nicht Buchstaben, fällt mir gerade mal ein. Letters können aber auch Briefe sein, oder? Warte mal. Oder Zeichen. Letter. Beschriften, Brief, Buchstabe, Schreiben, Zeichen. Schriftzeichen. Buchstaben, Zuschrift. Das ist aber Schriftzeichen und nicht Dings, deswegen. Aber das hier sind definitiv... Das geht um das Alphabet hier. Das heißt, wir müssen mal durchgehen. A, wir müssen ja mal C. 5 ist... Marco, Marco, ja? Aber das Alphabet hat doch nur 4... Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? Soweit ich weiß, 26, oder? Ja, sicher, 26. Oder, ja, okay, gut, ich dachte 24. Nein, dann das ist wir. Bis zu Weihnachten. Ja, aber was ist denn A, B, C? Also A, C, I, G, I, L, N. N. Keine Ahnung. Group. Logical seems like an interesting group of letters. Ach, A, E, I, O, U oder was? Ja. Haben was? Wir denn diese Zahlen? A, E, I, O, U? Warte mal. A-E-I-O-U. Warte mal. Ich gebe jetzt einfach mal ein. Alphabet. Wenn man das auf Google googelt, dann also Alphabet der Film. Aha. Nein, ich will eine Auflistung aller Zeichen mit Zahlen davor. Alphabet-Auflistung, das kennt tatsächlich einer. Alphabet-Liste. Seezeichen? Was? Ja, das ist ein Schifffahrtding. Auflistung oder Zahlen? Nee, das will ich auch nicht. LibreOffice. Aufzählung Buchstaben. UN-Nummern. So, Marco, ich hab das gemacht. Was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Deutsche Bundestag Auflistung nach Alphabet Pferderassen freudiges Cartoon Pflanze Blumen Alphabet ABC Auflistung Kinderradtag ABC Listina Birkenhibi. Okay Marco, was willst du wissen? Ich hab's. Ihre ABC Liste ist hier. Ja, ist also. In Ordnung, ist in Ordnung. Also, warte mal. A. Warte mal. Ich frag dich jetzt e. mal. Ja, 9. Dann komm. 21. Haben wir nicht.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Sag mal, was A ist. A ist 1. E, E ist 5. Ja. I ist 9. I, ja. O, was ist O? Oh, O habe ich gar nicht. So, 15. O, U? 21. Worum ging's denn hier? Welche nicht sind? Geh mal weg. Den Schalter nicht drücken. You are logical. Also hier dran kann's auch nicht liegen. Alter! Ich habe nicht mal ein neues Mikro ab. Ich blass den Kopf damit weg. Wenn du mal irgendwann Kopfhörer auf hast, ich sag's dir. Das kann noch dauern, Marco. Aua. 22. Was ist da? Da krieg ich mein Mikro. Boah, das ist ja erst... Warte mal. Ja, die haben das nicht auf Lager gehabt. Ja, ja, das ist ja jetzt Montag. Hä, Montag? Ja, nächste Woche irgendwann. Ja. Nee, übernächste Woche. Oder? Nee, nein, doch. Das ist das nächste Woche Montag. Ja, auch gut. Hä? Wirklich? Ja. Tatsache. Nächsten Montag. Okay, ich krieg nächsten Montag mein neues Mikro. Dann mal gucken, ob es gut ist. Kann ja einer, falls irgendeiner das schon kennt, in die Kommentare schreiben, ob das gut ist. Audio-Technica, ja, 2020 USB. Das Einzige, was ich mir überlegen muss, ist, ich muss da irgendwie gucken, dass ich da irgendwie... Da ist keine Spinne bei. Deswegen da muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, trotzdem. Ja, ist doch gut, wenn da keine Spinne dabei ist. Das ist also falsch. Spinne ist der Griff, oder was? Nee, Spinne ist dieses, diese Halterung, diese spezielle, damit keine Vibrationen vom Schreibtisch aufs Mikro übertragen werden. Bei mir ist das da, einfach eine Plastikhalterung. Genau. Und da hab ja, ich, das, meine ich das hab ich nicht. Ja. Hat das Justus? Justus hat, glaube ich, eine Spinne, ja. Oh, ich denke mal, für den Preis kann ich aber auch schon was erwarten. 130, ja. Okay, was ist davon, wenn wir jetzt Bäuschen machen? Ich bin gerade überlegen, was man machen könnte. Nochmal. 60, but one, but only a few are logical. Logical seems an interesting group of letters. Interesting group, das heißt eine interessante Gruppe von Buchstaben. So, what you paar. Numbered item them? Interesting group of letters. Könnte ich hier schon mal David. Warte mal. Ich habe keine Ahnung. Interesting group of letters. Warte mal. Wir schreiben uns jetzt einfach mal Kevin. Okay. So. 1 ist A. Schreib dir mal auf. 1, also schreib dir einfach auf A. Ja. Dann C. Ja. Dann was 5 ist. Dürfte eh sein. Ja. 7, also die immer die Buchstaben dazu aufschreiben. Ja. 9. Ja. 12. Ja. 15. Ja. 18. Ja. 22. Ja. Und 26. Ja. So, was steht jetzt bei dir?
Ne, nicht, ich habe nicht aufgeschrieben. Ernsthaft? Da steht Acgelotyphs. Können wir eigentlich logical schreiben? Haben wir L? Logic L ist, warte mal, wo ist denn das L? Wo kommt das L vor? Da kommt das L vor. L für 12. O hatten wir? 15. G? 5. 5. 9. C? H? Ne, 3. L? Haben wir doch gerade schon 12. Also nochmal, L war was? L kommt doppelt. Ja, ja, warte mal, 15. LO? Logikal. Nochmal, das muss doch jetzt stimmen. Ich wette, wir müssen einfach dieses scheiß Wort buchstabieren. Nochmal, L. Marco, aber L kommt doppelt. Ist doch scheißegal. L. L ist 12. L ist 12, gut. Dann O. O? 17. O ist 17? Ja. Aber nicht. Sicher. Und Marco, ich muss pinkeln. Ja, komm, dann mal bei Ende. Ah. Dann werde ich mir dann noch mal überlegen, irgendwie. Okay, also, dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal. Ich muss strollern, also, ja. Tschüssi. Bis denn,